Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit einem neuen Thema zum Thema Breakout, also was ist, wenn ich in den Wald flüchten muss. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, dass das bei mir so eine der letzten Maßnahmen ist, bei mir wäre das Plan D, aber wenn ich raus muss, dann brauche ich ja die richtige Ausrüstung, weil sonst überlebe ich da keinen Tag im Wald. Wenn ich dort übernachten muss und es ist nass und kalt, dann erfriere ich ganz schnell. Und deswegen stelle ich heute mal vor, was in meinem Backout-Pack alles drin ist. Das ist also der, den ich auch zum Buschkräften mitnehme, weil das ist ja die gleiche Ausrüstung nahezu. Und der ist immer komplett fertig gepackt bei mir im Schrank. Also ich brauche den nur nehmen, wenn ich heute sage, ich gehe Buschkräften, nehme den, zack und bin weg. Ich tausche vielleicht das eine oder andere Kleinigkeit aus oder tue was raus, was ich weiß, bei einem Tagestour brauche ich nicht. Der ist jetzt für 3 Tage gepackt, also brauche ich nicht ganz so viel essen. Ansonsten, Gewicht etc. blende ich euch dann später mal ein. Und ich habe den ja schon mal vorgestellt, aber ich zeige mal, was sich so geändert hat, weil das ist die Winter Edition diesmal. Der wird bei mir ungefähr 3-4 Mal im Jahr umgeräumt. Also da kommt dann ein anderer Schlafsack mit rein, da kommt dann andere Unterwäsche mit rein, halt für die Kälte ausgerüstet. Und im Sommer brauche ich das natürlich nicht und dann nehme ich lieber die leichteren Sachen mit. Weil desto mehr Gewicht, desto schwerer schleppt man sich. Genau. Und wenn dich interessiert, was da alles so drin ist und was man mitnehmen sollte, bleib einfach dran. So, bevor wir mit dem Rucksack anfangen, fange ich mal an, was habe ich an mir, meine First Line. Es gibt ja immer 3 Lines, die First Line, die Second Line und eben dann die Third Line. Die Third Line ist eigentlich dann erst der Rucksack. Was gehört bei mir da dazu? Ganz einfach unten Schuhe, ups, weiß nicht, ob man die erzählen kann, habe ich halbhohe Schuhe von Mindlow oder ich habe die Bundeswehrschuhe auch, wenn ich in schwereres Gelände gehe. Wichtig ist dabei für mich immer die Gore-Tex-Membran, weil hier im Wald ist so oft nass und ohne Membran bist du hier der Gearschte. Und nasse Socken, kriegst du Blasen, dich friert es wie so, ist scheiße. Lieber schwitze ich da drin ein bisschen, aber da bin ich safe. Dann habe ich hier unten die Hosen, die habt ihr auch schon gesehen bei mir. Die ist jetzt Firma Kübler. So, mal aufschauen. Die nennt sich Kübler Aktiv IQ Stretch Hose. Und der Spätzl von mir, der Michi, schöne Grüße, ist neulich zu mir gekommen und gesagt, er hat eine Hosen für mich. Da habe ich gesagt, du verkaufst Arbeitshosen. Dann sagte er, ja. Schau dir die mal an, die hat Stretch-Anteil, also die ist wirklich sehr beweglich, was die so geht. Eine Arbeitshose ist natürlich sehr robust, das gefällt mir draußen. Und die hat ganz viele Taschen, das gefällt mir auch. Also ich habe quasi hier 2 kleine Taschen für Kugelschreiber, dann habe ich hier 2 Handytaschen und habe hier noch eine große, die ich quasi hier mit Knöpfe zumachen kann. Auf der anderen Seite ähnlich habe ich hier nochmal 2 Handytaschen. Und ich habe hier nochmal eine große, da ist zum Beispiel bei mir schon mal der erste Ausrüstungsgegenstand drin. Das ist also hier ein Puff, kennt ihr ja. Den kann ich mal als Schal und da, den mache ich immer als, das ist meine Zusatzhaube für unter das Kappi, wenn es mir eben zu kalt wird. Also von dem her tolle Hosen, muss ich sagen. Sehr gemütlich, was mir nicht so gefällt. Hoffen man sieht es, das sind diese Streifen. Das heißt, die können aber auch im Shit Hits the Fan Fall ganz interessant sein. Da gibt es aber extra Video mal dazu, darum lasse ich die. Aber im Notfall würde ich die quasi abschneiden, damit ich halt nicht zu sehen bin. Weil da, wenn einer draufleicht, da siehst du ja so einen Kilometer Entfernung. Aber, wie gesagt, so ist es ja ganz gut. Ich mache öfters Nachtwanderungen, dann wäre ich wenigstens gesehen. Finde ich also gar nicht mal so schlecht. Gut, dann Oberbekleidung. Da habe ich meistens irgendwelche Sportshirts drunter. Oder heute habe ich von der Bundeswehr Tropenhemd an. Von dem her top. Die Jacke habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das ist jetzt mittlerweile meine Lieblingsjacke, die Striker von der Firma Highlander. Die habe ich jetzt seit 1,5 Monat und ich habe die jeden Tag an. Wenn ich ins Büro gehe, nehme ich die mit und die ist toll. Minus 7 Grad, kein Problem. Plus 10 Grad, ja, da wird es langsam zu warm. Also da merkt man es dann schon. Es ist halt eine Winterjacke gedacht. Aber 8000 mm Wassersäule. Bin bis jetzt in 2 Regen gekommen, keine dramatischen. Aber, muss sagen, top. Also gar nichts durchgegangen. Und von der Atmungsaktivität 3000 mm. Das ist halt das, wo ich sage, für ganz schwere Bergstrecken oder sowas würde ich die jetzt nicht verwenden, aber für das normale im Wald gehen gelangt die ganz locker. Also von dem her tolle Sache, vor allem die hat ein paar coole Features. Das erste coole Feature ist hier, diese Riesentasche. Dann habe ich die Claudia von Highlander gefragt, ja, warum hat das Ding so eine große Tasche? Und sagt es ganz einfach, wenn du deinen Rucksack drum hast, hast du hier deinen Gürtel, kommst du an die Tasche nicht mehr ran. So hast du hier quasi noch die Möglichkeit, trotzdem in die Tasche zu kommen.
Die Taschen haben auch noch ein paar weitere Vorteile. Ups. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, die haben innen mit Vlies gemacht und haben hier innen nochmal eine zweite Tasche. Das ist super, wenn es kalt ist, wärme ich da drin immer meine Hände, oder das ist super fürs Handy zum Beispiel. Dann ist das Ski am Körper, bleibt Ski warm und der Akku bleibt euch erhalten. Ich habe hier noch eine Tasche, eben waren bei mir die Zigaretten drin mit Patchfläche. Und dort unten ist auch noch mal eine Tasche, so eine Kabeltasche, da kann man auch das Handy rein da oder was man schnell hin muss. Also von dem her tolle Jacken, muss ich sagen, gefällt mir für draußen. Ist definitiv mein Förstlein. Auch von der Farbe her, das Grüne, muss ich echt sagen, toll, passt sich super im Wald an. Ist also echt eine gute Tarnung, was das angeht. Also weiter geht's bei meiner Förstlein, ist natürlich hier am Gürtel. Habe ich hier mein Wolfgangsmesser dort. Das habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Mit dazu eben der Feuerstahl. Da ist er. Also top, das heißt, hier habe ich alles dabei, um mal eben Feuer zu machen. Ich kann damit kleine Äste hacken, ich kann damit batonieren. Und wie gesagt, Feuerstahl habe ich mit dabei. Also hier habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, hiermit kann ich definitiv Feuer machen, wenn ich nur die Förstlein dabei habe. Wann braucht man denn überhaupt so Förstlein? Ganz einfach, es kann mal sein, ihr müsst irgendwo weglaufen oder ihr lasst die Sachen im Lager, die ihr schon fertig gebaut habt, und geht ohne Rucksack. Weil einfach mit 15 Kilo mehr läuft es nicht mehr so schnell. Und deswegen ist ein Förstlein eben wichtig. Gut, was habe ich hier noch dran? Hier habe ich natürlich meine Olight-Taschenlampe. Die Warrior M2R heißt die, wenn mich nicht alles täuscht. Ups, ich übersetze mich. Und das Teil finde ich mal richtig genial. Da wird es aber demnächst noch ein Video geben, wo ich euch die genauer vorstelle. Nur was an, die ist absolut wasserdicht, bis 2 Meter unter Wasser. Die ist absolut stoßfest, die kann ich erst 2 Meter runterschmeißen. Und die hat für mich einen riesen Vorteil, wenn ich nämlich länger drauf bleibe, weiß gar nicht, ob ihr das seht, das ist der Moonlight-Modus. Da hat das Ding einen Lumen nur und ein Lumen, habe ich getestet, reicht allein im Wald aus, dass ich den Waldboden einen Meter vor mir sehe, mehr nicht. Wenn ich die jetzt trage und ich habe die 2 Finger davor, zum Beispiel, oder ich würde mir hier mit Panzertape was rummachen, dann sieht mich kein Mensch mehr. Das ist besser wie jedes Rotlicht. Ich habe mir für den noch ein Rotlicht dazu gebastelt, das ich drüber da kann, dann habe ich es als Rotlicht auch. Und was die eben auch noch hat, das ist eben das krasse Gegenteil, das ist natürlich 1500 Lumen. Und zwar habe ich hier einen Sonderschalter, das heißt, wenn ich mit einem Lumen unterwegs bin und plötzlich raschelt was neben mir und ich sehe ein Viech oder sowas, dann gehe ich her, drücke da drauf und dann ist es taghell. Das Ding leuchtet bis zu 200 Meter weit, also von dem her echt gut, hat eben dann noch verschiedene Stufen, aber da kommt am 30. ein Video dazu, weil da gibt es nämlich jetzt eine neue dazu und die 3 stelle ich dann vor. Also wie gesagt, hier habe ich Licht, hier habe ich Feuer, also und Bauen, also habe ich hier in der Förstlein schon mal das Allerwichtigste mit dabei. Was noch fehlt, was ich gerade festgestellt habe, was ich neulich rausgetan habe, normal habe ich hier nur eine Rettungsdecke mit drin, damit ich das Thema Wärme erledigt habe. Also ich packe meinen Rucksack immer nach der 3er Survival-Regel. Wer den nicht kennt, 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Minuten bei schweren Verblutungen, 3 Stunden ohne Wärme, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Nahrung. Und das heißt, nach diesen Gewichtungen packe ich quasi immer meinen Rucksack. Was dann auch noch wichtig ist, wie man Rucksack passt, packt. Da gibt es aber demnächst ein eigenes Video, nur ganz kurz. Das Hauptgewicht sollte hier hinten sein, direkt am Rücken. Hier vorne sollte es relativ leicht sein, hier oben darf es ruhig mittel sein und hier unten sollte es möglichst leicht sein. Das blende ich dann mal ein, wie ich meinen Rucksack gepackt habe, weil bei mir ist wirklich jedes Teil nach Gramm sortiert drin. Es ist genau sortiert, wo kommt diesen Rucksack rein. Ist das hinten, ist das oben, ist das vorne oder ist das hier. Sodass ich, so habe ich meinen Rucksack optimiert und so trage ich mich viel, viel leichter als früher. Aber dazu kommt demnächst ein eigenes Video. Wichtiger Punkt hierzu, ich habe ja gesagt, erste Hilfe ist bei mir die Nummer 1, also Sauerstoff und eben starke Blutungen. Darum habe ich auch hier vorne ganz leicht zum Erreichen, also wirklich mit einem Handgriff kann ich hier alles erreichen. Und was ich da drin habe, zeige ich euch jetzt. Also erste Hilfe habe ich hier, so ein normales Erste-Hilfe-Päckchen. Das habe ich glaube ich mal beim Lidl oder sowas gekauft, ich weiß jetzt gar nicht. Da sind halt Sachen drin vom Kalf und das war mir ganz wichtig, weil die relativ gut haben. Ich habe die natürlich nur um einiges ergänzt, wie hier zum Beispiel eine Rettungsdecke ist immer ganz wichtiger, zweite. Ja, das ist ein normales Erste-Hilfe-Set, da sage ich jetzt nicht viel dazu.
Das habe ich euch schon mal vorgestellt, oder vielleicht gibt es da mal ein eigenes Video dazu, was man da alles braucht. Das ist halt auf alle Fälle für schwere Verwundungen ausgelöst. Weil wenn ich draußen bin, hacke ich vielleicht irgendwas und hacke mir dann einen Finger ab. Da werde ich mal ein Video dazu. Mal jetzt meinen Kaffee und dafür halte ich mal meinen Hobo an. Was ich dabei habe, ist ein Tourniquet. Den lege ich mir quasi hier zum Beispiel am Oberarm an und kann dann, wenn ich mir zum Beispiel einen Finger packe, da habe ich ja mal ein Video gemacht dazu, dann nehme ich den hier ran, tue quasi das Blut weg, dann habe ich hier nämlich, dann kommt hier nichts mehr, dann suppt nichts mehr nach und dann kann ich das in aller Ruhe verbinden, ohne Stress. Und danach mache ich ihn halt dann wieder auf, wenn ich einen Druckverband drauf habe, dann habe ich auch keine große Gefahr nicht. Also den würde ich jetzt nicht stundenlang drauf lassen. Ich habe nur dabei Israel Bandage, kennen auch vielleicht viele. Das ist eigentlich super, wenn man einen Druckverband machen möchte, weil da alles in einem Päckchen drin ist. Und normal kennt ihr das Druckverband, ich mache einen Verband um, dann mache ich ein schwarzes Verbandpäckchen, ziehe den drüber und hier ist das alles drin. Einverschweißt, super, schön leicht. Kann ich also definitiv, ist sogar noch haltbar. Dann habe ich ein zusätzliches Dreieckstuch mit dabei noch. Was ich auch nicht dabei habe, sind so Bandagen. Wenn man eben umknickt, kann man damit seine Gelenke super massiv unterstützen. Funktioniert sogar, ich muss das schon mal testen. Also das sind so die Sachen, die ich quasi für den ersten Hilfe draußen mit dabei habe. Damit kann ich alle großen und kleinen Wunden behandeln. Ich habe natürlich auch noch Medikamente dabei, die man so draußen braucht. Ibuprofen, Antibiotika, alles Mögliche. Dass ich also wirklich, wenn mal was wäre, locker mich dort selbst versorgen kann, weil wenn es einmal wirklich soweit ist, ob dann eine ärztliche Versorgung gewährleistet ist, das weiß man nicht. Und deswegen habe ich gern die wichtigsten Sachen einfach mit dabei. Was zu dem Thema natürlich auch dazu gehört, ist Zahnbürste, Zahnpasta. Da habe ich im Ohren eine Idee, zum Beispiel auch Zahnfleisch, gegen Zahnfleischblutungen und sowas ist draußen, ist ganz gewandt. Hier unten haben noch Medikamente drin und Mückenspray ist halt mit dabei, Sonnencreme ist hier mit dabei, sodass ich und noch ein paar andere Sachen, dass ich auch hübsch bin draußen. Oder hier mit dem Wattepads dabei, die kann man noch was auch einheizen. Also Leute, so schnell kann es gehen. Gerade wollte ich jetzt auspacken und ich habe heute gedacht, heute ist kein Mensch hier und dort war sowieso noch niemand und habe so neben so einen ganz schlechten Feldweg 10 Meter daneben gerade gefilmt, als plötzlich ein Auto daherkommt. Aber da sieht man wieder die Tarnung, Kappe plus Jacke und Rucksack. Bin 10 Meter neben der Straße gestanden, ich wurde nicht gesehen. Und das ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Aber jetzt muss ich mir ein anderes Plätzchen suchen, weil der macht da gerade irgendwas, was auch immer. Naja, schauen wir mal. Also, auf geht's zur nächsten Suche. So Leute, kommen wir zum nächsten Kapitel, Wärme. Und zur Wärme habe ich eine ganze Menge dabei. Ich fange mal oben an. Ich habe mir jetzt ganz neu gekauft, das ist jetzt gerade in der Testphase von DT-Top, das MC Pro. In der Farbe, also in dieser Multicam-Farbe, das ist echt gut. Ich war bis jetzt eigentlich mit meinem Highlander Bascher sehr zufrieden. Das hat nur einen kleinen Nachteil. Für die Hängematte ist es etwas zu klein. Und deswegen habe ich mir jetzt ein 3x3-Top geholt. Und da eben das von DT. Und da blende ich euch gleich mal ein, warum. Weil das hat nämlich eine coole Sache, muss ich echt sagen. Da kann ich mir wie so ein kleines Häuschen mehr oder weniger bauen. Und ich habe hier noch mehr Aufbauvarianten gesehen, die mir sehr gut gefallen, die ich demnächst mal testen werde. Wie gesagt, das ist jetzt mal in der Testphase. Das schaut vom Packmaß her sehr groß aus, dafür ist es brutal dünn. Habe ich also jetzt in der Rückentasche drin, also quasi in der, wo normal das Wasser reinkommt. Funktioniert bis jetzt ganz gut, aber wie gesagt, ist gerade Testphase, kann ich nicht viel dazu sagen. Also mal von oben abgefangen. Dann natürlich Zusatzkleidung. Ich habe hier immer so eine ganz leichte Windjacke dabei. Die ist sehr gut, wenn man gerade mit T-Shirt unterwegs ist. Im Winter bräuchte ich das eigentlich nicht, aber ich habe es immer noch dabei, weil die wiegt 180 Gramm. Ist ein bisschen wasserabweisend, aber vor allem ist halt einfach ein Windschutz. Also gerade wenn der Wind irgendwo durchpfeifen würde, gerade so zum Beispiel unter die Fließjacke, wenn ich nur die zwei Sachen anhabe und die andere Jacke aus habe, ist das top, das drunter oder drüber zu sehen, dann hast du auch keinen Wind. Hier habe ich also eine Fließjacke. Und je nach Jahreszeit habe ich da eine dickere oder halt eine nicht so dicke dabei. So dass ich quasi das notfalls hier drunter anziehen kann, falls es kälter werden würde. Gut, ja, machen wir hier weiter. Schlafen, da habe ich ja, habe ich schon mal kurz gesagt, da habe ich ja von der Firma Klimit gekriegt, diese
Insulated Static V Recon. Ich habe es mir jetzt in diesem Erdton da geholt, weil es mir ganz gut gefallen hat. Gibt es auch noch in Multicam und alles Mögliche. Den großen Bruder davor, das ist die rote, die habt ihr bei mir schon ein paar Mal gesehen, die habe ich schon mehrfach getestet und die ist jetzt im Test. Ich werde es demnächst mal wieder auf dem Boden schlafen. Aber ist R-Wert 4,4, das heißt bis minus 12 Grad sollte das Ding also mir gute Dienste leisten. Und nachdem die große so gut funktioniert, bin ich ja relativ sicher, dass die gut funktioniert. Was ich dazu noch habe, ist ein Aufpumpsack. Und was mir an die auch so gut gefällt, das sieht man, das werden wir jetzt nicht sehen, das Material, das da ist, das ist richtig massiv. Also ich habe da drunter eigentlich nichts mehr zum Unterlegen, das habe ich mittlerweile rausgenommen, weil das Ding halt einfach selber so viel aus. Notfalls war noch ein Reparaturset mit drinnen, wenn es wäre. Aber stelle ich mal vor, wenn ich es ausreichend getestet habe. Gut, ich habe immer als Zusatz oder auch mal als Unterlage mein Poncho dabei, der ist vielseitig. Entweder wenn es regnet, kann man anziehen. Man kann einmal das Lagerfeuer überdecken, man kann einmal als Tarnung einfach über den Rucksack schmeißen. Meistens nutze ich ihn tatsächlich als Bodenplane, mehr oder weniger. Das ist von Normani, der hat 6000 mm Wassersäule und gibt es in verschiedenste Farben. Hier im Rucksack habe ich immer im Tarnfarben dabei, weil das ist ja dann meine Tarnung quasi. Und von dem her, der wiegt 330 Gramm und ist von dem her natürlich optimal, der wiegt nichts. Der ist nur sehr gut komprimierbar, also der hat auch nicht viel, viel Platz, nimmt der nicht weg. Und darum habe ich den eigentlich gern mit dabei. Kann man immer mal brauchen als Ersatz. Ich habe auch unter dem schon öfters geschlafen. Also hier einfach als Ponchodach, geht mit dem wunderbar. Gut, dann habe ich natürlich noch weitere Kleidung dabei. So. Die nehme ich jetzt nicht alles raus, da ist quasi nur mal Skiunterwäsche mit drin, da haben Ersatzsack mit drin, da ist eine Haube mit drin, da haben Handschuhe fürs Arbeiten mit dabei, da haben wärmende Handschuhe dabei, die Polartec, die habe ich letztes Mal auch gehabt, die gefallen mir sehr gut, die haben eigentlich total leicht und klein, aber selbst bei minus 7 Grad halten die schon warm. Ich habe einen zusätzlichen Buff dabei, in Tarnfarben. Der hat nämlich den riesen Vorteil, der ist innen weiß, das heißt, ich kann als normalen Buff verwenden, ich kann einfach umdrehen und schon habe ich Tarnfarben. Funktioniert sehr gut mit der Tonne. Ersatz-T-Shirt, Ersatz-Unterhose habe ich hier alles mit drin. Was ich auch noch dabei habe, ist das hier. Wenn ich einen auf Hannibal Lecter machen möchte. Nein, das Ding ist tatsächlich zum Schlafen super geeignet. So wenn es minus 7 Grad aufwärts hat, wird die Nase verdammt kalt. Kann man auch sowas verwenden. Habe ich also hier mit dabei. Handtuch habe ich da noch mit drin, falls ich mal nass werde, dass ich mich abtrocknen kann. Dann, was habe ich noch dabei? Das seht ihr hier. Das Kissen von Climate. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wenn man genau richtig schön drin liegt, ist das super angenehm. Wenn man sich ein bisschen mehr nach rechts oder links legt, das weiß ich nicht, das werde ich noch testen. Da bin ich noch zwiegespalten, ob mir das gefällt oder nicht. Aber ich bin im Test jetzt auf alle Fälle. Was mir auf alle Fälle gut gefällt, das ist dieses Draufsitzer. Von Climate, das ist nämlich total klein und leicht, wenn man es zusammenlegt, ist mit 5 mal aufblasen, ist das aufgeblasen und da ist eine Wärme drin. Also ich war wirklich bei den Minusgraden, wo ich mit den Jungs draußen war, ich habe nicht gefroren auf dem Teil. Echt super und ist halt durch das auch sehr angenehm zum Sitzen. Gut, was habe ich noch? Ja, das habe ich immer noch dabei. Kann ich euch nur empfehlen. Kennt ihr vom Auto, ist das, wo man die Scheiben abtut, hat eine super Isolierwirkung. Und habe ich einfach so als zusätzliches, kann man sie zum Beispiel hier wunderbar draufsitzen, wärmt also richtig schön, ist es von dem her top, oder ich stelle halt immer Sachen drauf, weil das ist ja auch wasserdicht, wenn ich das so hinlege, haben meine Sachen hier wasserdicht dabei. Das ist auch so was, was ich empfehlen kann. So, natürlich ganz wichtig zum Thema Wärme ist der Schlafsack. Den habe ich jetzt wieder dort unten drin, einfach weil es sonst von der Verpackung her, der braucht wahnsinnig viel Platz, sonst könnte ich den nicht richtig packen. Ich habe den, wie ihr seht, ich tue den jetzt nicht raus, da ist der Snackpack Elite 4 drin, den kennt ihr ja schon, habe ich schon vorgestellt. Und was ihr hier seht, das ist die Hülle, die Rucksackhülle. Obwohl mein Highlander Rucksack relativ wasserabweisend ist, habe ich für ganz starke Regen nur mehr Regenhülle mit dabei. Und den nutze ich quasi und da ist der Snackpack drin. Im Frühjahr und im Herbst ist hier der Snackpack Elite 2 drin und sobald die Nächte unter 0 Grad angesagt werden, kommt hier der 4er rein. Wenn es wieder im Frühjahr nach oben geht, dann kommt wieder der 2er rein, weil der ist einfach kleiner und leichter. Dann bringe ich da unten noch zusätzlich was rein. Und ganz im Hochsommer habe ich den Snackpack Jungle Pack da drin. Der hat einfach den Vorteil,
Der geht so bis ungefähr, sage ich mal, 8 Grad und der hat ein Moskitonetz noch mal drin. Wenn ich also mal nicht in der Hängematte schlafe, ist das ganz sinnvoll. Aber den lasse ich jetzt da drin, weil den habe ich ja schon mal gesagt. So, was natürlich zum Thema Wärme nur nicht fallen darf, das ist, sich mal eine warme Suppe zu machen. Und da kommen wir aber gleich beim Thema Kochen drauf. Und was ich hier mit drin habe, und das passt hier wunderbar rein, hier ist ja der Gaskocher, der passt hier mit rein. Und ich habe quasi hier einen Hobo selbst gebaut. Und da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Und der Vorteil ist, bei dem neuen Highlander ist ja das hier mit dabei. Und das passt zufälligerweise. So, und das passt zufälligerweise ziemlich gut da drauf. Das heißt, jetzt könnt ihr den auch noch als Kocher verwenden, wenn es wäre. Und kann dort auch kleine Tassen draufstellen oder sonstiges. Also von dem her passt der wunderbar mit dem Highlander. Das ist der Fastplate zusammen. Aber den können wir gleich beim Thema Kochen.